Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft, hier ist Ausgabe Nummer 6 im Modpack Allmods 10. Beim letzten Mal haben wir unser Auto-Crafting-System losgeballert, ne Hundi? Und heute werde ich wahrscheinlich... Och nee, ich hatte gerade nochmal ein Update und ich glaube... Ja, so ätzend, ey. Mit dem Update muss man den Command wieder eingeben und das ist so dumm. Entschuldigung. Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. Ey, das ist echt nicht schlau gemacht. So. Aber jetzt haben wir wieder alles. Ja. Das haben wir hier alles. Und die Sache ist, ich würde gerne da die ganze Verarbeitung mit dem Prozessors und den Silikon und bla 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 würde ich gerne in besser haben. Und da kommt Extended AI ins Spiel. Oh, AI. Extended Applied Energistics. So. zusätzlich habe ich hier ein Fluid-System gemacht. Da werde ich nochmal schauen, wie das funktioniert. Ich habe noch nie mit dem Fluid-Lagersystem rumgespielt. Aber ich glaube, man muss den Peer-to-Peer-Tunnel benutzen und sowieso und schauen wir später mal. So. Für Leute, die zuschauen und die Extended AI schon kennen, es tut mir leid. Aber grundsätzlich, wie ich die Sache mache, ist, wenn ich etwas zum ersten Mal auf dem Kanal mache, zeige ich es auch. oder zwei, dreimal, ne? Je nachdem, wie es mir gerade passt. Aber Extended AI ist quasi eine Mod, die mehr und cooleres Zeug noch hinzufügt zu Applied Energistics. Wie zum Beispiel ein Drive Upgrade. Damit können wir quasi unsere Drives zu Extended Drives machen und die haben Platz für 20 Storage Cells, was halt insane ist. Dafür brauchen wir aber den Crystal Assembler und damit fängt es eben an. So, wir brauchen den Crystal Assembler. Um den zu machen, brauchen wir Extended Machine Frames, für die wir Intro-Infused Ingots brauchen. Entro-Infused, Entschuldigung. Und dafür brauchen wir Entro-Dust. Zum Anfang. So, später können wir die Reaction Chamber benutzen. Und machen dann noch 32 Dust, 32 Gold und 200 Lapis einfach direkt ein Stack Ingots. Das ist, wie man sehen kann, doppelt so gut. Das hier ist 1 zu 1, das ist einfach nur einfacher. Und Entro Dust kriegen wir logischerweise aus Entro Kristallen her. Und die kriegen wir nicht so. Wait, what? Es gab eine Methode, wie man die... Genau, hier verdoppelt man sie. Na, hiermit verdoppelt man die. 32 Dust in Flux Crystals und Flux Crystals geben einen Stack Entro Crystals. So, aber was wir machen müssen ist, wir müssen Budding Entrosite Fluix in die Overworld setzen und dann die mit einem Growth Accelerator verbinden und das funktioniert dann quasi so wie die Zertus-Blöcke. Ganz einfach. So, also brauchen wir dementsprechend erstmal ein Entro-Seed, dann brauchen wir Skystone Dust. Skystone Dust machen wir mal 100 bitte. Und wir brauchen eigentlich für den Anfang gar nicht so viele. Schauen wir mal. Ich muss auch unbedingt anfangen, die Simulation Chamber zu automatisieren. Huch, warum will ich denn nach unten? Ich hab doch hier oben einen Pusher. So. Wer hämmert denn hier? Achso. So. Ich habe übrigens auch unsere Essence und sowas. Ne, unsere Mystical Agriculture Sachen. Habe ich
mal ein bisschen offscreen vorangebracht. Wir haben ein paar. Entschuldigung. Wir haben ein paar von den Lilypads, kann ich gleich mal zeigen. Und ich habe auch einen Dimension Booster gemacht für unser ME-Turm, ne? Kann ich auch gleich nochmal zeigen. Das waren halt einfach Sachen, die ich einfach schnell offscreen gemacht habe, weil warum nicht? Ne? Schadet ja nicht. Growth Accelerator. Haben die irgendeine Usage? Nee, okay. Fluix Cable. So, oh, 200, warum nicht? Und wir machen hier von. Oh, ah, verstehe. 2, 3, 4, 5. Oh, 5. So, müssen wir hier von halt nochmal ein paar machen. So, man benutzt ein Seed pro Block quasi und die Entro-Blöcke werden nicht hinterher zu Fluix-Blocks gemacht, sondern die werden zu Certus-Blöcken. Wenn ich mich recht entsinne. Ist schon momentär, dass ich das gemacht habe, also es tut mir leid. Die Growth Accelerator brauchen eigentlich nur Power, ne? In der Theorie kann man das hier machen. Kann ich das Ganze mal zeigen? Genau, so sieht das hier zurzeit aus. Das ist kein optimales Setup für die Lilypads. Definitiv nicht. Und ich bin mir auch unsicher, was die Reichweite von denen ist. Ich habe gesehen, 4 Felder Reichweite. Dann habe ich gesehen, 9x9x4. Also ich bin komplett unschlüssig, aber ist irrelevant, weil ein Lilypad reicht immer 4 Felder. Also jede Reihe sollte mindestens 2 Lilypads im Gesicht haben, quasi. Und hier steht Disabled for Fake Players. Das will ich direkt mal ansprechen. Wenn man in die Config geht und das ändert, dass es nicht disabled ist, steht das trotzdem noch da, aber es funktioniert, wie man sieht. Ja, nicht, dass da irgendjemand verwirrt ist, deswegen. Also es funktioniert immer noch, so ist nicht. So, wir haben hier halt unsere 2 Element-Seeds, unsere ganzen Ethereum-Seeds. Wir haben hier auch Nature-Seeds, weil ich Lilypads brauchte. und Redstone-Seeds, weil Redstone werden wir definitiv bald brauchen. Viel. So, für Nature-Seeds muss ich ja Boomkins reinsetzen und Potatoes. Wir hatten keine Potatoes. Hier ist unser Awakening-Altar. Ne? Der ist halt einfach so gemacht. Entschuldigung, Katze war ein bisschen am Rumknistern hier hinter mir. Ne? Kann ich ganz kurz das Rezept zeigen? Also, es ist quasi dasselbe wie der normale Altar, aber nur es hat einfach Soulstones und Orange Moor. Ne? Und die hier, die Essence Vessel, benutzen halt einfach statt das Wool Glas. Mehr nicht. So, zusätzlich habe ich hier mal unsere Batterie bisschen vergrößert und verbessert. Wir haben jetzt einen höheren Output und Input allgemein. Ich habe da 2 von den Lilanen halt reingesetzt. Warum nicht? Und dann nochmal ein paar 1 Terra FE. Na? Habe ich hier einfach die Rezepte für gemacht und gesagt, gib ihm. Hat ein bisschen gedauert, aber war in Ordnung. So, das. Uff. Warum ist denn das schon wieder leer? Ja, hier müssen wir unbedingt bald mal anfangen, den Supercritical Phase Shifter zu machen. Einfach damit wir das Polonium verwenden. Und kein Waste hinterlassen, weil die sind alle schon, ne? Die sind gut gefüllt, sag ich mal. Zum Glück relativ gleichmäßig. Aber naja. So, das ist das. Zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollen. Und zwar die hier. Genau. Ein frei. Noch ein frei. So, es sind immer 2 frei. Ganz einfach, weil um die Blöcke herum, die man platziert, entstehen halt die Kristalle.
Und auf den Kristallen, die zählen als ein Block quasi. Na, jetzt nimm. Fortune 4, genau. War da Fortune 4 schon vorher? Irgendein Tool habe ich. Genau, hier unser Schwert habe ich. Würde Capturing 4 haben. Und jetzt ist da Looting 6 und Magic Siphon 8 mit drauf. Was auch immer das bedeuten mag. Aber es ist drauf. So, wir sind auf Shapeless. Und ne, das funktioniert, wie gesagt, wie die normalen Certus-Blöcke, die man normalerweise benutzt. Wir haben ja bisher immer die Flawless benutzt. Und das hier ist quasi dasselbe Prinzip wie die Nicht-Flawless-Kristalle. Die verbrauchen sich halt einfach. Die Ladung quasi von den Blöcken selbst. So, und hier haben wir jetzt schon, ne, ist zurück zu Certus Quarz Block gekommen. Also müssen wir hier einmal sauber machen drumherum. Können auch ruhig mal den Magneten anmachen. Dann setzen wir ihn wieder drauf. Das. So. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie so eine super optimierte, ne, Methode gibt, um maximale Cluster rauszukriegen oder was auch immer. Aber ja. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir so viele brauchen werden. Ja, das Wichtigste, was wir brauchen, ist halt die Reaction Chamber. Und das war's, glaube ich, einfach. Solange wir genug Fluix-Kristalle haben, sollte das eigentlich alles kein Problem sein. So, ich glaube, wenn ich das wirklich. Ich glaube, ich weiß, was hier so mega optimal wäre. Und zwar wäre es zu warten, bis alle dieser Kristalle ausgewachsen sind. Huch, da ist mein Licht neben mir ausgegangen. Na, bis die halt alle Cluster sind, dann abzuernten und na, dann weiterzumachen. Aber ich habe einfach keine Geduld dafür. Na, weil jetzt haben wir hier halt so eine Medium Bud und so weiter und so weiter. So, ich glaube, 10 sollten reichen. So viel hatte ich bei mir zum Beispiel auf dem Server nicht gemacht gehabt. Ich hatte, glaube ich, nur 6 oder so, weil ich zu voll war. Ich habe aber auch, um ehrlich zu sein, direkt Bienen von denen gemacht, aber da habe ich keine Lust drauf diesmal. Weil das halt nur wieder squishen und dies und das und AI. Also einige Bienen dauern halt wirklich meiner Meinung nach so lange. Es ist halt schon nicht witzig manchmal. Okay, er hier ist zum Beispiel jetzt, ne, komplett fertig gewesen. Und das ist, glaube ich, am optimalsten zu warten. Aber wen interessiert es im Endeffekt? Hauptsache, wir haben es, würde ich sagen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Forschen funktioniert bei den Sachen. Ich kann nicht drauf schwören, aber ich bin mir ziemlich sicher. Dann ist 5 rausgekommen. Ich weiß ja nicht, was die normale Auto. Ne? Einer. Was ich auch gesehen habe, das will ich jetzt übrigens mal anmerken. War das hier? Genau, man kann hier auf die Upfront Cost of Types gehen. Und dann sieht man hier, was wie viel kostet. Ne, eine 64K Storage Cell wird 137 Redstone ungefähr kosten. 184 Redstone, 27 Gold, 16 Glowstone. Hatte ich bisher auch noch nicht gesehen. Finde ich cool, dass es da ist, weil ich habe immer nachgegoogelt gehabt, also geschaut, ME Terminal Costs, ne? Und da war eine Excel-Seite einfach und da kannst du halt eingeben, was du brauchst oder was du haben willst und dann berechnet dir die Kosten einfach. Soweit ich das gesehen habe, ist das allerdings outdated. Das benutzt auch eine vorherige Version, aber als grobe Richtlinie reicht das.
So, ich glaube, man bekommt mehr raus, als da angegeben ist. Entschuldigung. Warum ist Oblivion so laut? Ja, ich denke, ich schmeiß mal Oblivion an. Achso, hier ist übrigens unsere Dimension Card. Ne? Hier aus denen. Wir hatten halt schon zwei noch übrig, ne? Eigentlich drei, aber. Ich war ein bisschen Small Brain. Ja, ich habe ein paar Wardens auch umgehauen. Das ist uncool, das Geräusch. Ich war erstaunt. Ich konnte die nicht facetanken. Das fand ich ein bisschen frech. So, ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber aus irgendeinem Grund hat meine Protection 7 Rüstung nicht gereicht, um den zu facetanken. Naja. Ist ärgerlich, aber was soll's. So, zurück zu Extended AE. Das hat nämlich auch nicht nur solche Sachen wie halt eine Extended Drive oder Extended Inscriber, Extended Charger, Crystal Fixer. Was ist denn ein Crystal Fixer? Oh! Okay, das ist cool, das ist cool. Man hat ja auch die Assembler Matrix. Und, was richtig cool ist, oh, ist das nicht von Extended AE? Es gibt noch den Quantum Computer. Der ist quasi wie die Autocrafting-CPUs, nur viel besser. Aber auch viel teurer. So, wir brauchen... Genau, Reaction Chamber wäre, glaube ich, das Erste, was wir machen sollten. Vibration Chamber. Energy Acceptor, okay. Was ist denn eine Vibration Chamber? Ah, okay. Langweilig. Habe ich jetzt eine gemacht? Nee. Und ein Meta-Kondenser. Den werden wir sogar tatsächlich zweimal. Hatte doch erst letztens 1000 Glas machen lassen. Ey, holy shit. Das Glas ist immer so schnell weg. So. Gibt es die Vibration Chamber auch ein Achievement? Nö. Okay. So, machen wir schon mal die Reaction Chamber. Und die ist eigentlich der Grund, warum ich die Fluid Storage haben will. Weil die Reaction Chamber, also hier brauchen wir eigentlich zwei. Wie man sehen kann, braucht die sowohl Lava als auch Wasser für einige Rezepte. So macht man übrigens diese Certus-Kristalle. Wir brauchen es nämlich für die Shattered Singularity später. Logischerweise hierfür, für Singularities brauchen wir. Ah, okay. Die können wir halt für einiges gebrauchen. Aber das Wichtigste ist erstmal das hier. Vielleicht machen wir einfach zwei Reaction Chain. Kann ja nicht schaden, oder? Na, eine mit Lava, eine mit Wasser. Würde Sinn machen. So. Bevor wir die jetzt aufstellen, gibt es noch eine Sache, die wir machen müssen. Und zwar ist das Lava holen. wir haben jetzt gerade keine Möglichkeit, also keine Option, um vernünftig an Lava zu kommen. Also machen wir es uns einfach. Wir machen uns ein paar... Oh, wir haben keine Kiwis. Was soll das heißen? Kein Kiwi. Das ist jetzt nicht gut. Wie mache ich denn Kiwi jetzt am dümmsten?
Oh, ja, super. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Wir haben nicht ein Kiwi, das ist das Problem. Okay. Wo finden wir Kiwi? Ich würde einfach spontan vermuten in der Höhle. Ach, aber. Ach, nee. Na gut. Dann eben mit Grünstich. Oh! Haben es zurückgeändert. Poggies! Oh Gott, ey, was. So gut. Ey, dieser Grünstich war halt echt scheiße. Da ist Kiwi. Ja, das Zeug. Ja, ich muss niesen. Eieiei. Also, mehr als dreimal ist dann schon, halt auch jetzt mal die Schnauze hier. wo sind unsere tollen Superbienen hier, unsere Corybees? Hier. Darkstone. Oh, glaube ich, so viel nicht mehr. Einmal Kiwi rein. Einmal Kiwi rein. Wofür braucht man denn Darkstone? Basic Bin. Irgendwas braucht man denn? Glaube, wir brauchen die für Hephaestus Forge. Ich glaube, das war's. Ich denke mal, davon sollten wir jetzt eh genug haben. Hephaestus Forge ist eine Mod, die wir für den ATM-Star brauchen. So. Wie gesagt, was wir jetzt erstmal machen wollen, ist ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen und eine Pizza. Nee. Okay. Nee, Aloy? Kannst du hier mal 10 machen? Hiervon mal 10. Ah, hätte ich umgekehrt machen müssen. Oh. So. Haben wir unseren super Fluttank mit Lava. Was wir jetzt noch brauchen, sind ein paar Buckets. Wollt's? Ah, wird schon reichen. Und wir brauchen Dripstone. Aha. Plot Twist. Ich glaube, 10 sollten reichen. Einen vernünftigen Lauf. So. Oh. Ja gut, dann eben nur 5. Also ich glaube, die brauchen wir nicht mal, ne? So, die können wir nämlich. Huch. Ist das hier nirgends aufgelistet? Ist hier wahrscheinlich drin. Wir können nämlich Lava generieren, indem wir. Ja. Einfach nach einem Lava-Rezept schauen sollen. Ach, wir brauchen die Spitzen gar nicht. Achso. Ja, können wir ruhig ein paar mehr machen. Wir werden auf jeden Fall noch welche brauchen später.
Was wir brauchen, sind die Jungs. So, Stone Essence. Sollten wir vielleicht auch mal schauen. Oh. Okay. 60 Sekunden. Na gut, na gut. Wir können ja erstmal ein paar kruschen. So. Wir werden nämlich definitiv noch viel mehr brauchen, weil wir hatten eben gerade schon ein Rezept gesehen, das von unseren ganzen Umgespieler definitiv profitieren wird. Ich sollte das einfach direkt mit Rezept machen. Quantum Entangle Porter. Oh. Was soll's? Hab ich davon dann noch was? Zwei. Du musst einfach Refined Obsidian und Osmium in unsere Compressing Factory. Sollten wir vielleicht auch noch ein kleines Setup für machen. Quantum Entangle Porter. Mach mir mal drei. ich hätte eigentlich. Mach mir mal noch einen vierten. Macht ja keinen Sinn, wenn ich das so lassen würde. Sink? Habe ich dabei, ne? Wahrscheinlich. Nö, weil ich die alle gebraucht habe am Reaktor. Da habe ich nämlich ein paar Speed-Upgrades und sowas mit reingesetzt. Ach Gott. Da habe ich nur ein paar Speed-Upgrades mit reingesetzt und das läuft da jetzt ein bisschen auf höheren Temperaturen. Deswegen. So. Jetzt zeige ich gleich mal, warum diese Extractor da, by the way, übelst geil sind. Ja, das müssen wir nicht hier verunstalten. Ich finde einfach, dass ich da nie früher drauf gekommen bin. Ich bin unglaublich schlecht darin, Sachen, die ich brauche, halt ne, so in ein Gebäude zu setzen oder halt irgendwas dazu vorbereiten, damit es nicht so schlecht aussieht. Deswegen spiele ich halt viel lieber Skyblock. Ja, da ist halt nichts. Kein Terraforming, kein großes Bauen. Du setzt es hin und es klappt. Punkt. Ne? Und das hier ist quasi, ne, die Mining Dimension ist quasi Skyblock ohne Sky, aber mit Blöcken. So, ne, falls das Sinn macht. Ja, das ist halt super. So, wir brauchen auf jeden Fall trotzdem ein paar Building Blocks. Ja. Immer Stone Bricks, was soll's. Sieht zumindest ein bisschen gut aus. Und unsere Mechanical Peoples. Na, Classic. Mechanical Peoples. 2, 3, 4, 5. Können wir einfach direkt so machen. Schadet nicht. So, und hier setzen wir die nicht so drauf. Hoppala. Müssen wir wohl erst einmal einfach so machen. 2, 3, 4. So, jetzt setzen wir die einfach unten dran. Diese Extractor übrigens, insanely OP, was einige Sachen angeht. Hier setzen wir jetzt halt einfach ein bisschen Stonebrick drum. Voilà. Weiß, es gibt mit Sicherheit reichlich andere Methoden, um an Lava ranzukommen. Aber das hier ist meiner Meinung nach die coolste. So, das sollte eigentlich schon reichen. Und die produzieren jetzt. Ich würde tatsächlich sagen, relativ langsam Lava. Aber das ist eigentlich ein relativ guter
gute Produktion für nur 10 Stück. Und ja, das reicht schon, es müssen keine Source Blocks oder so sein.